1957 habe ich den Wolfgang Graf Bayer von Trips kennengelernt. Ich war Lehrling im ersten Lehrjahr hier in Horn. Ich war fasziniert von dem Mann, habe von da an alles von ihm verfolgt, was ich nur in den Zeitungen überlesen konnte, habe mir das ausgeschnitten, gesammelt, wie das bei jungen Leuten üblich ist. Ich war dabei 1961 bei seinen beiden Rennen, 1000 Kilometer Rennen im Mai im Nürburgring, Formel 1 Rennen im August im Nürburgring. Dann kam der schreckliche Unfall in Monza und seitdem ist er mir nie aus dem Kopf gegangen. Als sich dann die Gelegenheit bot, über ihn einen Artikel zu schreiben, habe ich das getan, mit dem Ergebnis, dass der damalige Sportchefredakteur der Rundschau mir sagte, können Sie nicht noch mehr über den schreiben. Und so ist dann eine Verbindung entstanden, die dann letzten Endes dazu geführt hat, dass ich mich um den Aufbau eines Museums zur Erinnerung an ihn bemüht habe. Also ich habe nicht unbedingt eine Leidenschaft für den Motorsport. Was ich habe ein Faible für Graf Bayer von Trips, weil ich ihn als Menschen in einer Situation kennengelernt habe, die für meine persönliche Weiterentwicklung eine sehr entscheidende war, weil ich von ihm viele Dinge gehört und erfahren habe in Gesprächen, in Aufzeichnungen, die mich zu dem Schluss gebracht haben, er war ein ganz außergewöhnlicher Mensch und deswegen verstehe ich auch, warum er bis heute in den Herzen vieler Menschen sich verankert hat. Er war ja nicht der ganz große Rennfahrer wie Michael Schumacher oder Sebastian Vettel, der sich an sich gereiht hat. Er hat zwei Grand Prix-Siege. Er hat natürlich auch viele andere Rennen bestritten, nicht nur in der Formel 1, erfolgreich bestritten. Man muss mal immer die Umstände sehen, unter denen damals gefahren wurde, was man damals hatte im Vergleich zu heute. Was mich an ihm fasziniert hat, das ist, er kam zwar aus einem gut situierten Haus, das aber zum damaligen Zeitpunkt, als seine Karriere begann, hatten die riesengroßen Ländereien eine Landwirtschaft, die nur Verluste einbrachte, wo mit jedem Pfennig gerechnet werden musste. Er ist also nicht in einem Wohlstand groß geworden, sondern er musste das Wenige, was er hatte an Lebensmitteln, musste er an Kommilitonen verkaufen, dass er in der Lage war, sich mal Benzin zu kaufen, um seine Leidenschaft zu frönen. Und wie er sich durchgeboxt hat. Er hat zwei Lehren begonnen, die er abgebrochen hat. Und dann beim dritten Mal hat er gesagt, so, ich habe jetzt eine Verantwortung. Er war auf einem Bauernhof in der Voreifel und hatte die Verantwortung für den Schweinestall. Und dann hat er seine ganzen Flausen, die er hatte, auf Seite gelegt und hat gesagt, ich bin jetzt verantwortlich für Tiere, ich stelle mich dieser Verantwortung, ich lasse jetzt mal alles sein. Er hat sich in einem Maße entwickelt, er war immer ein Spätstarter. Er hat kein Abitur geschafft wegen mangelnder Sprachkenntnisse. Drei Jahre später spricht er fließend Englisch, er kann Französisch, er kann Italienisch. Er hat über seinen sportlichen Erfolg, hat er also auch viele Dinge nachgeholt. Und was mich auch fasziniert hat, ist ein Ausspruch von Hans Herrmann, der ja sein Rennfahrerkollege in der Zeit war. Und Hans Herrmann hat mal gesagt, wissen Sie, der Wolfgang war für mich Hans Herrmann, eigentlich der erste Europäer. Und dann habe ich ihn angeguckt und hat gesagt, ja, wissen Sie, als wir deutschen Fahrer nach dem Krieg auf die Rennpisten kamen, hat man unseren Gruß erwidert. Das war's. Und dann kommt so plötzlich ab 1954 so eine Lichtgestalt, so eine rheinische Frohnatur wie der Wolfgang von Trips, der mit seiner ganzen Art, wie er auf Menschen zuging, wie er sich mit Menschen unterhielt, wie er zugänglich für jeden war. Und der kann auch noch toll Auto fahren. Und plötzlich waren wir deutsche gesuchte Leute. Man mochte uns wieder. Wir waren wieder wer. Man hat unsere Nähe gesucht. Und deswegen, so sagt er, war der Wolfgang für mich der erste Europäer. Fand ich so toll.
Ja, das war ja meine erste Begegnung mit Wolfgang F. Bayer von Trips. Das war eine Begegnung, die eigentlich mein Leben sehr geprägt hat und die letzten Endes auch dazu geführt hat, dass ich mich so viel seiner Person gewidmet habe. Ich war Lehrling in der Kreissparkasse in Horn. Und als ich nach Horn kam, wir wurden alle halbe Jahr zu einer anderen Zweigstelle versetzt. Als ich hörte, ich komme nach Horn, ach, da komme ich jetzt zum Grafen Trips, da lerne ich ihn kennen. Der wohnt ja da. Aber er kam nicht. Der alte Herr, sein Vater ja, seine Mutter seltener, der Vater kam öfters, aber er nicht. Bis auf Weihnachten, Heiligabend. Wir haben damals Heiligabend noch gearbeitet, halt das. Wir hatten schon abgeschlossen. Dann rief der Chef auf einmal, der Graf, der Graf, der Graf. Ich gucke das Fenster aus, was sehe ich da? Ein Flügeltürer. Der Wolfgang Graf Bayer von Trips entsteigt. Ich zur Tür, schließe auf. Er kommt rein, rauscht an mir vorbei. Legt dem Kassierer an der Kasse, der schon am Aufräumen war, Lire und andere Scheine auf den Tisch und geht schnurstracks zum Chef rein. Und ich war maßlos enttäuscht. Ich habe gedacht, Mensch, und du schwärmst für den und der guckt dich noch nicht mehr richtig an. Ne? Aber dann blieb der eine Viertelstunde da drin und kam dann nach einer Viertelstunde durch die Hintertür zu uns Angestellten, ging dann zu allen Angestellten und kam dann auch zu mir. Und ich habe dann all meinen Mut zusammengenommen. Wir haben dann ein längeres Gespräch geführt, ein sehr langes. Ich meine, es wäre eine Viertelstunde gewesen. Die Kollegen meinten später, wir hätten viel, viel länger gesprochen. Wir haben über die Millimilia gesprochen 1957, über den Rennsport. Und er hat sich verabschiedet mit den Worten, werde ich nie vergessen, lassen Sie sich reich beschenken und frohes Fest auch Ihren Eltern. Ich hatte die Biografie über Graf Trips geschrieben, das war die eine Seite. Die andere Seite, ich war beruflich als Geschäftsführer mehrerer Stiftungen tätig. Man kannte mein Faible für Graf Trips und als diese Stiftung damals in Turbulenzen geriet, bin ich gefragt worden, ob ich bereit wäre, den Vorsitz in dieser Stiftung zu übernehmen. Mit Billigung meines Arbeitgebers habe ich das getan und habe mich dann dran gemacht und gesagt, also ich will kein Verwalter von landwirtschaftlichen Grundstücken sein. Ich mache das auch nur dann, wenn ich in die Lage versetzt werde, etwas vom Stifterwillen umzusetzen. Die Stiftungssatzung sieht unter anderem vor, dass ein Sportmuseum errichtet wird. Das ist geschehen. Wir haben es dann dran gegeben und haben ein Museum für Rennsportgeschichte eingerichtet. Wir mussten hier die Villa Trips, den ehemaligen Alterssitz der Eltern, käuflich erwerben, haben dann hier dieses Museum eingerichtet und das ist wirklich ein Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt geworden. Ja, ich möchte Ihnen mal hier unser Gelände vorstellen. Burg Hemmersbach mit den umliegenden Gebäuden. Hier ist die Villa Trips, wo wir untergebracht sind. Ehemals Ruhesitz Grafen Gräfin, als die Burg nicht mehr bewohnbar war und restauriert werden musste. Hier eine Bewegungshalle, unten Reithalle, oben Tennishalle. Und dann der ca. 18 Hektar große Park rund um die Burg Hemmersbach. Eine tolle Anlage. Hier hat Graf Trips, wie er selbst in seinen Tagebüchern geschrieben hat, eine wunderschöne Jugend- und Kinderzeit verbracht in Baumhäusern, in den Bäumen. Wenn er mal sich vor seinen Eltern oder Kindermädchen versteckt hat, die hatten sich Baumhäuser gebaut. Also er hat eine wunderschöne Zeit hier gehabt, etwas abgeschieden von den übrigen Dorfjungs, aber die durften ihn dann zu gewissen Tagen besuchen. Alle Räume bei uns haben eine Bezeichnung, die in irgendeinem Zusammenhang mit einem Ereignis steht. Millimilia. Allein dieses Wort, da laufen Autofreunden, läuft ja schon das Herz über, wenn sie das hören. Aber für Graf Trips hat die Millimilia eine ganz besondere Bedeutung. 1954 ist er zum ersten Mal, da wusste er noch gar nicht, was die Millimilia ist. Huschke von Hanstein rief ihn an und sagte, Graf Trips, wenn Sie wollen, können Sie mit dem Herrn Hampel in der Millimilia mitfahren. Und Trips, ja, was ist das denn? Bis dato war er ja nur Motorrad gefahren. Wird dann gleich mit dem Ingenieur Hampel, wird er gleich Klassensieger bei den Grand Tourismus-Serien, waren bis 1300 Kubikzentimeter. Ein Jahr später fährt er allein auf seine Porsche, wird Klassensieger.
wird in seiner Klasse Zweiter. 1956 fährt er auf einem 300er Mercedes SL, liegt in Führung, scheitert aber dann nach einem Unfall an einem Brückenpfeiler. Und 1957 kommt sein ganz großes Jahr, was ihn bekannt gemacht hat und wodurch ich auch die Bekanntschaft mit ihm geschlossen hat. Also nämlich den Piero Taruffi hat gewinnen lassen, obwohl er die Mille Miglia hätte gewinnen können. Auf den Autos von damals war die Startnummer immer auch die Startzeit. Das heißt, wir sehen, der Wagen ist morgens um 5.35 Uhr gestartet, in dem Taruffi sitzt. Der Wagen mit dem Graf Trips ist um 5.32 Uhr gestartet. Im Ziel liegen die also im Grunde genommen 3 Minuten auseinander. Die letzten 200 Kilometer ist der Piero Taruffi quasi im fünften Gang gefahren und konnte nicht mehr schalten richtig. Graf Trips ist 200 Kilometer hinter ihm geblieben, hätte ihn also ohne weiteres überholen können. Er hat nie darüber gesprochen. Er ist damals von der Illustrierten Kristall ziemlich hart angegangen worden. Sie hätten ja auch für Deutschland gewinnen müssen. Warum haben sie nicht gewonnen? Er hat gesagt, sein Auto ging nicht mehr richtig und ich war müde. Er hat nie gesagt, ich habe ihn gewinnen lassen. Aber in seinem Nachlass, von den über 2000 Fotos aus seinem Nachlass, ist ein einziges Foto, wo er auf der Rückseite etwas draufgeschrieben hat. Und zwar ist das dieses Foto hier. Das ist nämlich an einer Kontrollstelle. Und auf der Rückseite dieses Fotos hat er draufgeschrieben, erste Kontrolle bei der Mille Miglia, halte Kontrollbuch zum Stempeln hin. Der Wagen ging ausgezeichnet, nur hatte ich nichts zu essen, Klammer auf, war alles durcheinander geflogen, Klammer zu, und die Bremse war hart zu drücken, was etwas ermüdete. Hätte gewinnen können, da Taruffis Wagen nicht mehr ging am Schluss, bin aber dahinter geblieben, freue mich viel mehr für ihn und das Geschrei um mich wäre ja nicht schön gewesen. Also ganz eindeutig, ich hätte gewinnen können, wenn ich gewollt hätte, ich habe es aus den und den Gründen nicht getan. Seinerzeit die Biografie über Graf Trips schrieb, fiel mir ein Schreiben in die Hände aus seinem Nachlass und an der Handschrift, ich kann sofort erkennen, ob das ein Franzose geschrieben hat oder ob das ein Belgier geschrieben hat. Die haben eine ganz andere, eigenartige Schreibweise. Nun kann ich weder Französisch noch Belgisch. Also bin ich zum Nachbarsmädchen gegangen und habe gesagt, hör mal, kannst du mir mal den Brief übersetzen? Und die kam dann nach einiger Zeit ganz aufgeregt und hatte also dann die Übersetzung dabei. Inhalt des Briefes: Jean Hébert schreibt an den Grafen Trips, bitte, ich hatte einen schweren Unfall, ich kann mich an nichts erinnern. Freunde haben mir gesagt, sie hätten mir das Leben gerechnet. Wären sie so freundlich und würden mir schildern, wie das war, wenn es ihre Zeit zulässt. Ich bedanke mich und dergleichen mehr. Und dann habe ich also auch noch die Antwort gefunden, die Graf Trips an den Jean Hébert gerichtet hat. Und als ich den Namen gesehen habe, wusste ich ja, es konnte eigentlich nur eine Geschichte sein, die sie in Frankreich abgespielt hatte. Und ich hatte dann nachgeguckt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1958, hatte ich gelesen, dass der Franzose Jean Hébert um Mitternacht schwer verunglückt war, aber überlebt hat. Und dann kam also dann auch die Antwort, die Graf Trips ihm geschrieben hat, wo er schildert, ja, ich kam um die Ecke um Mitternacht, ich sah einen Feuerschein, ich habe mein Auto abgestellt, ich sah, dass da noch jemand im Auto saß. Ich bin dahin, habe sie aus dem Auto gezogen, habe die Fahrbahn notdürftig von Trümmern geräumt. Dann kamen Helfer mit Laternen, dann bin ich ins Auto eingestiegen und bin weitergefahren.
kennen alle den Film Herbie. Nicht? Wissen Sie auch die Autonummer von Herbie? Klar, 53. Warum hat der die 53? Ich sag's Ihnen, gucken Sie mal hier. Wolfgang von Trips ist am 3. Oktober 1954 mit dem Wagen VW Nummer 53 hat er teilgenommen bei der internationalen ADAC Rheinland-Fahrt 1954 auf dem Nürburgring. Und hier sehen Sie dann 53, Startnummer 53 von Trips, Wolfgang Alexander Horm, VW 1300. Und die Disney-Produktion, die 1963 den ersten Herbie-Film gedreht hat, hatte in Erinnerung an Graf Trips, der in Amerika ja sehr populär war, dem Herbie nicht nur das Aussehen, sondern auch die Nummer des Wagens gegeben, den der Graf Trips 1954 gefahren hat. Es ist so meine Lebensart, wenn man etwas anpackt, dann muss man es vernünftig machen, sonst lässt man die Finger davon. Das heißt also, wir haben es vom ersten Tag zusammen mit Familie, zusammen auch mit Bekannten sehr engagiert. Wir arbeiten ja alle hier ehrenamtlich. Meine Frau hat 10 Jahre lang, 11 Jahre, die wir jetzt hier im Museum sind, Kuchen gebacken. Samstags war bei uns Backtag. Jeden Samstag wurden 5 oder 6 Kuchen gebacken. Wir haben inzwischen über 3000 Kuchen gebacken, ohne je einen Pfennig Geld dafür gesehen zu haben. Das hat sie alles ehrenamtlich gemacht, einschließlich der Fahrten, die dafür erforderlich sind zum Einkauf und dergleichen mehr. Ich selbst verbringe ja auch viele, viele Tage, Stunden hier. Wir haben Spaß daran, es ist eine Menge Arbeit, wir haben Spaß daran zu sehen, wie wir hier den Menschen Freude bereiten und was für viele Menschen dieses Haus und auch so die Erinnerung an ihre eigene Jugendzeit bedeutet. Wir sind ja nicht nur eigentlich ein Haus, wo es um Rennen und Rekorde und Pokale geht, sondern das ist ein Stück Zeitgeschichte, was hier ist. Hier ist ein Museum zum Gucken, auch zum Anfassen. Sie glauben gar nicht, wie viele Besucher runterkommen und sagen, hör mal, ihr habt da so viele Sachen rumstehen, habt ihr keine Angst? Ich sage dann immer, soll ich die alle hinter Glas stellen? Als so die ersten Schulklassen kamen, habe ich gesagt, gut, pro 10 Schulkinder ein Erwachsener dabei. Und am zweiten Besuch haben wir das fallen lassen. Warum? Die Lehrerinnen und Lehrer kommen nach und sagen, Luis, wir haben das noch nie erlebt. Die Kinder gehen hier mit einer Andacht durchs Haus. So kennen wir unsere Kinder nicht. Also irgendwie, meine ich immer, springt so etwas von dem Flair und Geist, auch dem gräflichen Geist, was weiß ich wie. Vielleicht respektieren die Menschen auch die Arbeit, die wir hier machen. Was in der Fachwelt vielleicht gar nicht so beachtet wird, was aber wichtig ist. Ich sage einfach mal, das die Wiege des Automobilrennsports in Deutschland, sie steht eigentlich hier in der Stadt Garten. Wenn Sie mal überlegen, Graf Trips hat 1960 das erste Kart aus Amerika mit nach Deutschland gebracht. Daraus entstanden ist der Bau einer Kartbahn. Es hat sich ein Club gegründet, die Rennsportfreunde Wolfgang Graf Bayer von Trips. In diesem Club war der Vater Schumacher, Bahnbart. Der 4-jährige Michael Schumacher konnte auf dieser Bahn seine ersten Fahrten mit dem Go-Kart machen. Die Bahn ist später nach Kapen-Mannheim verlegt worden, aus Umweltschutzgründen. Aber die ursprüngliche Bahn ist auf Trippschem Gelände gebaut, mit Trippschem Geld. Zwar erst nach seinem Tod, aber nach seinen Plänen, die er vorher gemacht hatte. Und auf diesem Kartbahn in Kapen, hier in Horn, beziehungsweise später in Kapen-Mannheim, da ist nicht nur der Michael Schumacher groß geworden, da ist der Ralf Schumacher groß geworden, der Sebastian Vettel ist groß geworden, der Heinz-Harald Frenzen ist groß geworden, der Nick Heidfeld ist groß geworden. Ich habe den Mika Häkkinen da gesehen, damals noch, als ich noch für die Rundschau Sport geschrieben habe, da waren da Europameisterschaften. Da ist übrigens der Michael Schumacher, weil er in Deutschland noch keine Lizenz kriegte, weil er zu jung war, für Luxemburg bei den Europameisterschaften im Kart gefahren. Nicht? Hier ist wirklich das Mekka und da hat Graf Trips einen ganz, ganz erheblichen Anteil.